Leute, Bardo hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Sliterio. Wie nennen wir uns heute? Tomatensaft. Tomatensaft. Tomatensaft! Bin ich dumm? Irgendwas wird Stan gefallen, dass ich Tomatensaft bin. Das wird den Tomatensaft gefallen, dass. Oh Gott. Dass ich ihn spiele. Es wird Konkrafter gefallen, dass ich den Tomatensaft hier spiele und einen großen Tomatensaft mache. Es wird jedem Menschen gefallen. Oh, der ist einfach kaputt gegangen. Wir sind 1200 Meter. Oh, wir haben ihn fast. Wir haben ihn geholt. Wir haben ihn geholt. Das ist jetzt einfach. Verteidigen. Ich hab's verteidigt. Oh Gott. Wie viel ist hier denn kaputt? Wie viel ist hier denn einfach kaputt? Nein! Dass man so einen Input-Lag hat. Das werdet ihr nicht sehen, aber man hat so einen kleinen Lag. Wirklich die häufigste Art und Weise zu sterben ist einfach der Lag. Ich starte die Seite nochmal neu und hoffe, dass es weniger laggt. Ja, ey, wenn es so laggt, was soll ich denn machen? Was zum Teufel soll ich da machen? Es laggt heute einfach viel zu sehr. Es muss nur einmal lagfrei sein, das ist alles gut. Was passiert eigentlich, wenn man zum Ende der Map fliegt? Es muss ein Ende geben, oder? Oder ob ich dann einfach gegen eine unsichtbare Wand fahre? Ich meine, Kugeln gibt's hier nicht mehr. Oh! Lol. Tomatensaft. Okay, das ist krass, das wusste ich nicht. Kann man damit irgendeinen Blödsinn anstellen? Ich überlege, ob ich irgendwie mich rausbacken könnte. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Das ist nicht Who's Your Daddy. Oh, welchen Mann, diese Lags! Ganz ehrlich, heute ist es nah dran, einfach unspielbar zu sein. Es laggt teilweise so hart und bei diesem Spiel geht es halt einfach um Präzision und präzise Moves und es geht halt nicht. Nom 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 nom. Tomatensaft ist nicht dafür gemacht, hier zu spielen. Sind Leute besser geworden in dem Spiel, seit ich das letzte Mal gespielt habe? Was ist passiert? Ich war doch recht gut zu... Ja. Rechnen die anderen Leute die Lags mit ein oder was machen die anders? Es muss doch irgendeine Sache geben, wo man sagt, okay, der macht es jetzt völlig anders. Das ist krass. Aber ist es echt so viel Glück? Ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen mit Tomatensaft rumfahren. Und langsam werde ich echt sauer, weil das hier gar nicht klappt. Hier klappt gar nichts, Mann. Das ist voll demotivierend. Ey, Sliterio ist nicht mal ein Spiel, was dazu gemacht ist, sich aufzuregen. Warum rege ich mich so heftig darüber auf, Mann? Das ist doch dumm. Ich meine, die werden noch mehr kaputt gehen. 6000 bin ich lang, das ist gut. Einfach weiter schön defensiv bleiben. Und nur angreifen, wenn es nicht anders geht. Ich bin echt mega taktisch gerade, weil ich einfach in die scheiß Top 10 kommen will. Das war mega knapp. Ich habe mega die Luft angehalten. Alter, war das knapp. 9700 hat der vor mir. Es ist nicht mehr so viel. Einfach konzentriert bleiben. Und die Top 10 ist nicht mehr so weit weg. Einfach konzentriert bleiben. Nicht aggressiv sein. Einfach konzentriert. Ich bin der Top 10! Ich bin der Top 10! Ich bin Platz 8 in der Top 10! Okay, ich komme hier erstmal nicht weg. Ich drehe jetzt mal die Kreise. Yo, ich war kurz in der Top 10. Ich bin schon wieder raus. Yo, aber ich war drin. Das könnte einer meiner besten Runden sein. Oh, das ist viel. Platz 6 in der Top 10. Ich bin Platz 5 in der Top 10. Ich bin 13.000 Meter lang. Ich bin Platz 5, Platz 4 in der Top 10. Geil wäre das, wenn ich noch tatsächlich Platz 1 werden könnte hier. Platz 3 in der Top 10. Yo! Nein! Nein! Tomatensaft! Nein! Mann! Das sind diese Flüchtigkeitsfehler! Ich wollte weg und da war links einer, rechts einer, ich wusste nicht wohin. Und dann wollte ich durch die Mitte und hab einen dummen Fehler. Nein! Oh, das ist mega gut. Ich bin mega zufrieden damit. Wart ihr schon mal in der Top 10? Schreibt's mal in die Kommentare. Was war eure beste Bewertung? Ich glaube, jetzt 14.000 ist tatsächlich meine beste Punktzahl, die ich hier hatte. Schreibt mal eure beste Punktzahl, wenn ihr wollt, in die Kommentare. Sagen, sehen wir uns im nächsten Video dazu. Bis dahin und ciao.